Okay, wir sind jetzt in Kitzingen. Wir sind jetzt in Kitzingen am Marktplatz. Die Polizei macht einen Gang von einem Ausländer. Sag, du kannst nicht sagen sofort. Okay, wow, verstärk mir alle. Nee, das sagst du gar nichts. Du darfst gar nichts machen, das. Ich habe schon ein Video jetzt. Ja, prinzipiell kann man doch sagen, dass eine Polizeistreife niemals grundlos einen Bürger in Gewahrsam nehmen wird. In diesen Fällen ist immer etwas vorgefallen, das die Umstehenden nicht mitbekommen haben oder nicht mitbekommen wollen. Beispielsweise eine Körperverletzung, eine Beleidigung oder eine sexuelle Belästigung. Der Auslöser dieser polizeilichen Maßnahme ist auf diesen Handyaufnahmen fast nie zu sehen, sondern immer erst die polizeiliche Maßnahme. Häufig werden solche Videos veröffentlicht, um einen falschen Eindruck von angeblicher Polizeigewalt zu erwecken. Ich habe schon ein Video jetzt. Ich schwöre, ich mache die Video an der Internet jetzt. Ja, man sieht hier jetzt, wie der Handyfilmer immer wieder näher an die Kollegen rangeht und von einem Beamten auch immer wieder aufgefordert wird, Abstand zu halten. Sogar der Einsatz von Pfefferspray wird angedroht. Das Behindern einer polizeilichen Maßnahme kann nach § 164 der Strafprozessordnung unterbunden werden und sogar zur Festnahme führen. Es sind aber auch gefahrenabwehrende Maßnahmen nach dem Polizeiaufgabengesetz, dem PAG, möglich. So zum Beispiel Platzverweise, Gewahrsamnahmen. Dadurch entstandene Polizeikosten können unter Umständen im Nachgang dem Verursacher auferlegt werden. Hier ist auch zu sehen, wie eine Passantin einen Kollegen mit ihrem Handy direkt ins Gesicht filmt. Das Veröffentlichen und Verbreiten solcher Aufnahmen kann nach § 22 in Verbindung mit § 33 des Kunsturheberrechtsgesetzes strafbar sein. Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe sind möglich. Strafbar ist die Veröffentlichung solcher Bilder und Aufnahmen dann, wenn die gefilmte Person der Veröffentlichung von Anfang an deutlich widerspricht und es im Nachgang dann trotzdem zu einer Veröffentlichung kommt. Auch eine Strafbarkeit nach § 201 des Strafgesetzbuches, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, kann vorliegen. Hier ist entscheidend, ob es sich um ein öffentlich oder eben ein nicht öffentlich gesprochenes Wort handelt. Das Gespräch zwischen dem Verkehrsteilnehmer und der Streife bei einer Verkehrskontrolle ist nicht öffentlich. Dabei ist auch nicht entscheidend, ob beispielsweise der kontrollierte Verkehrsteilnehmer gegenüber dem Filmenden der Aufnahme zustimmt. Alle Beteiligten, also auch der kontrollierende Beamte, müssen dazu ihre Zustimmung geben. Hier bedarf es also nicht mal mehr einer Veröffentlichung im Nachgang. Allein mit dem Aufnehmen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes sind bereits die in § 201 Strafgesetzbuch aufgeführten Tatbestandsmerkmale erfüllt. Dagegen ist das Ansprechen der Personengruppe in dem Video durch den Polizeibeamten öffentlich. Das kann mit einer Geldstrafe von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Jeder, der hier gerade filmt, ist im Begriff, sich möglicherweise strafbar zu machen. Darfst du gar nichts tun? Machst du gar nichts zu bleiben, dein Herr? Ich habe schon keine Angst von dir. Hey! Diese Passage hier zeigt, womit es unsere Kolleginnen und Kollegen heutzutage draußen auf der Straße zu tun haben. Regeln und Gesetze scheinen für viele nicht mehr zu gelten. Die Polizei hat ihnen erst recht nichts mehr zu sagen. Aber das ist falsch. Der Begriff der Staatsgewalt kommt ja nicht von ungefähr. Es ist klar zu sehen, wie der Tatverdächtige nach den Kollegen mit seinem Fuß tritt. Dies stellt eine strafbare Handlung nach § 113 des Strafgesetzbuches dar, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Strafrahmen hier, Geldstrafe oder bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe. Auch § 114 des Strafgesetzbuches, der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte, steht hier im Raum. Strafrahmen, 3 Monate bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Zudem steht der Versuch eines Körperverletzungsdeliktes im Raum. Man sieht, wie die Beamten ihn daraufhin den Delinquenten zu Boden bringen. Das nennt sich unmittelbarer Zwang und ist eben keine Polizeigewalt. Ist im Polizeiaufgabengesetz gesetzlich verankert und somit als Polizeimaßnahme legitimiert. Auf solche Situationen werden unsere Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung bestmöglich vorbereitet. 2,5 Jahre und damit deutlich länger und intensiver als beispielsweise in den USA werden Polizeibeamte in Bayern ausgebildet. Jede Maßnahme muss rechtlich einwandfrei ablaufen, damit den Kollegen hinterher eben nichts vorgeworfen werden kann. Dass das in so einer aufgeheizten Atmosphäre wie hier, in der völlig Unbeteiligte durch Schreien die Stimmung noch mehr aufheizen, nicht immer ganz einfach ist, ist völlig klar.
zuhören, eine Ansage. Ja, okay, was ist los jetzt? Wieso aus Polizei kommst du uns? Hören Sie mir zu oder nicht? Ich höre dich. Okay. Bitte schon. Die Sache wird sich jetzt nicht beruhigen. Okay. Hier einen, der hat einen Widerstand geleistet, ob Sie ihn passt oder nicht. Der geht mir zur Dienststelle. Wenn Sie weiter so gegen uns vorgehen, werden wir Sie auch mitnehmen, weil das gegen die Staatsgewalt geht. Aber wieso nehmen wir ihn? Okay. Aber warum? Wieso? Nein, lass mich schlimm mit ihm, Allah. Herr Schana, eine Frage. Er hat nach uns getreten. Eine Frage. Wir haben gesagt, alles gut. Was er hat gesagt? Herr Polizist. Jetzt hat der Kollege der aufgebrachten Menge die polizeilichen Maßnahmen öffentlich erklärt, was auf diesem und eben wie schon erwähnt bei einem Großteil solcher Videos nie zu sehen ist. Der Tatverdächtige hat Widerstand geleistet und dann auch noch nach den Beamten getreten. Er hat sich also strafbar gemacht. Und obwohl das als Begründung reichen muss, damit sich alle Umstehenden beruhigen und mit dem Filmen aufhören, wird sofort wieder lautstark nachgefragt, weil diese Begründung scheinbar dem einen oder anderen nicht ausreicht. Auch aus solchen Gründen hat die Polizei in Bayern inzwischen Bodycams im Einsatz. Und diese Bodycams filmen auch dann schon, wenn drumherum noch kein Unbeteiligter sein Handy gezückt hat. Die Aufnahmen der Bodycams dokumentieren aber auch das Verhalten der Beamten selbst und können somit auch zugunsten des Bürgers verwendet werden. Das Veröffentlichen von Videoausschnitten birgt immer die Gefahr, dass das Geschehene verzerrt oder komplett falsch dargestellt wird. So wird Stimmung gegen polizeiliche Maßnahmen gemacht. Die Polizei muss in Einsatzsituationen gelegentlich unmittelbaren Zwang anwenden. Das Ergebnis sind nicht selten unschöne Bilder. Aber das Einschreiten ist zur Durchsetzung der Maßnahmen und zum Schutz und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich. Das ist der polizeiliche Grundauftrag. Lassen Sie sich nicht von Videoausschnitten in den sozialen Medien beeindrucken. Hinterfragen Sie immer, ob nicht der Festgenommene die Ursache für den Einsatz und die Art und Weise des Einschreitens selbst gesetzt hat. Greifen Sie nie in diese Maßnahmen ein, da Sie sich sonst selbst strafbar machen.